Ah ne, ah, ich muss nochmal zurück. Okay, Wende. Ah. Liebe Leute, ich bin's wieder, Marc, mit einem Fahrsicherheitsvideo oder Fahrtraining und eine klassische Situation, ich nenne es einfach die Radwegwende, weil man fährt auf dem Radweg, guckt vielleicht mal aufs Navi oder auf die Karte und sieht, oh, ich hätte abzweigen müssen, oder man überlegt sich nochmal, ich fahre nochmal zurück in den Ort und hole mir da noch ein Getränk. Dann ist man auf diesem relativ schmalen Weg und muss wenden. Meine Erfahrung sagt, dass viele dann eine Radwegwende, auch auf normalen Radwegen, jetzt nicht die ganz, ganz schmalen, nicht hinbekommen, weil einfach die Fahrtechnik, das Fahrtraining da noch nicht ausreicht. Und das kann man aber mit ein paar simplen Kniffen in den Griff bekommen. Und es macht auch mehr Spaß, wenn man nicht mehr absteigen muss oder den Fuß absetzen muss und man auch enge Radien fahren kann. Wenn man jetzt Probleme mit diesen engen Radien hat, was muss man machen? Natürlich, man sollte es üben und trainieren. Optimal ist, wenn man erstmal hingeht und vielleicht den Gullideckel nimmt oder eine Wasserflasche auf den Boden legt oder einen Gegenstand, den Rucksack, und dann mal guckt, wie eng kann ich eigentlich so, wenn ich genug Platz habe, enge Radien fahren. Erstmal nicht abgelenkt von einem Rand, Wegesrand, sondern einfach mal im Freien. Man fährt sehr enge Radien, beide Richtungen, mal starke Seite, mal schwache Seite. Und dann sieht man schon, okay, ist doch eigentlich schon ganz gut, wenn man es übt, oder man merkt, so mit dem Radius käme ich jetzt nicht rum. Das heißt, dann geht man hin und nimmt die Blickführung noch aktiver rum. Das heißt, man schaut da an, wo man hin will. Man schaut mit dem ganzen Körper. Je enger die Kurven sind, dann kann es auch sein, dass man den Lenker ein bisschen mit einschlägt. Und das bei langsamem Tempo üben und übertreiben und immer enger fahren. Gerne auch spielerisch das in den Alltag einfügen, dass man wirklich besser wird beim Üben. Gleichzeitig trainiert man dabei das Balancegefühl, also langsam fahren, Blickführung, da gucken, wo man hin will, Lenkrad ist eingeschlagen und dann engen Radius fahren, direkt mal die andere Richtung, um das spielerisch zu machen. Also man kann auch Achten fahren und solche Sachen, um das zu trainieren. Dann immer die Regel vom Leichten zum Schweren, vom Weiten zum Engen, immer Schritt für Schritt das Üben. Dann sucht man sich erstmal einen breiteren Radweg, so wie ich hier habe. Und an alle, die mit E-Bike fahren, schaltet den Motor ruhig erstmal aus oder maximal auf Eco, damit ihr nicht in der Kurve das Gefühl habt, einmal beschleunigt euer Rad und ihr schafft den Radius nicht, weil es euch richtig nach vorne schießt. Deswegen Motor aus beim E-Bike und erstmal so trainieren mit dem leichten Gang. Blickführung einlenken, rumfahren, alles bei langsamem Tempo. Je enger ich den Radius haben will, dann mache ich es ganz gerne so, dass ich mich hinstelle und das Rad mehr in die Kurve kippen lasse, den Sattel am inneren Bein spüre. Dann kriege ich noch engere Radien hin. Viele machen den Fehler, dass sie das Rad so aufstellen und dann wird der Radius weit. Besser ist, wenn das Rad mehr geneigt ist, wenn man wirklich total engen Radweg hat, wo man wenden will. Was man noch machen kann, je nachdem, durch ganz wichtig, ihr solltet auf eure Umwelt achten, dass ihr nicht beschädigt oder so. Wenn ihr seht, da ist eine sehr feste Wiese oder so, dann könnt ihr mit dem Vorderrad auch ein bisschen Wiese mitnehmen und somit die Kurve euch ein bisschen größer machen. Natürlich sind wir auf dem Radweg auch Verkehrsteilnehmer, das heißt, man muss auf die Sicherheit achten. Mein Tipp ist, wenn ihr dann den Schulterblick macht, um zu gucken, ob wirklich frei ist, könnt ihr schon mal eine Hand wegnehmen, dann könnt ihr besser gucken. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man beide Hände am Lenkrad hat und man guckt, dass man auch direkt um die Kurve fährt, und wenn jetzt direkt hinter einem jemand schnell kommt, kann man dann kaum noch reagieren. Deswegen, das ist aus dem Rennrad bekannter Trick, erstmal die eine Hand wegnehmen, dann gucken, ob frei ist, und dann kann man, wenn es frei ist, die Hand wieder dran nehmen und die enge Kurve fahren. Also übt natürlich Schritt für Schritt vom Weiten zum Engen. Erstmal mit viel Platz üben, breite Radwege, dann kann man es auch immer enger machen. Und eure allgemeinen Handling-Fähigkeiten, die ihr habt auf dem Fahrrad, werden dadurch auch besser. Balance, entspanntes, sauberes Bremsen, dass es nicht irgendwie ruckelig wird. Ja, ich kann euch das raten, weil das macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn man immer auch enge Radien fahren kann, ohne mal den Fuß runterzunehmen. Übt das Ganze, werdet besser auf dem Rad. Viel Spaß dabei, wir sehen uns im nächsten Video.